Film über eine junge Frau aus, die gegen das Vergessen anrennt, Podien anredet, Podien besteigt und daran fast zerbricht. Nadia Murad ist 23 Jahre alt, sie ist irakische Jesidin und hat den Genozid des sogenannten Islamischen Staats an ihrer Volksgruppe überlebt. Sie war Geisel und Sexsklavin, sie musste Unvorstellbares erleiden. Sie konnte aus der Gefangenschaft fliehen und ist heute eine der wichtigsten Stimmen, die der Welt vom Schicksal der Jesidinnen und Jesiden berichtet. Der Film von Alexandria Bombach begleitet Nadia Murad um die Welt. Er zeigt ihren Kampf um Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit. Und der Film wagt etwas. Er konzentriert sich nicht auf das Grauen, das Nadia erlebt hat. Er rückt die müden Augen einer jungen Frau in den Vordergrund, die ihr Erlebtes fast jeden Tag erzählen muss. Wir brauchen nicht mehr Worte, wir brauchen endlich Taten, sagt sie einmal vor den Vereinten Nationen. Der Applaus ist ihr sicher, es folgen Worte, Worte und wieder Worte. Und dann bleibt die Kamera bei ihr, wenn das Licht ausgeht, wenn die Leere zurückkehrt. Das ist der Preis derjenigen, die das Unsichtbare sichtbar machen wollen. Alles auf Nadias Schultern, on her shoulders. Alexandria Bombach gratulieren wir sehr herzlich. Ich glaube aber, sie ist als Preisträgerin nicht da. Sie ist in den USA und ist selbst eine Filmnomadin, die lange in Afghanistan gelebt hat und immer an neuen Geschichten dran ist. Vielen herzlichen Dank. Wir machen trotzdem ein Foto, ganz genau. Wir gehen einfach trotzdem hier gerne hin, zeigen den Preis in die Kamera. Dieses Foto wird dann unter anderem Alexandria Bombach geschickt werden in die USA. Vermutlich ist sie jetzt auch sehr beschäftigt durch diesen Friedensnobelpreis, werden da viele Anfragen auch bei ihr eingegangen sein. Und dann kommt der Preis vom Hamburger Filmfest nachgereicht, sozusagen. Vielen herzlichen Dank an die Jury für die Arbeit und für das Foto für diesen besonderen Film. Und vielen herzlichen Dank auch an die Kulturstiftung. Wir kommen zum Sichtwechsel-Filmpreis. Das ist eine Auszeichnung, bei der es um Regisseure geht, die ihr Land verlassen mussten oder verlassen wollten und nun außerhalb ihrer Heimat drehen, freiwillig oder unfreiwillig. Es geht um deren Sichtwechsel, es geht aber natürlich auch um unseren Sichtwechsel, wie wir dann die Welt durch ihren fremden Blick neu sehen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. 10 Filme waren nominiert und in der Jury sind Marie-Lou Sellem, Schauspielerin, Ersan Montag, Theaterregisseur und die Produzentin Irene von Alberti. Da sind sie. Schönen guten Abend. Wir würden erstmal eine lobende Erwähnung aussprechen. To liberate memories, to liberate the capacity of speaking. Yolande Zaubermann gelingt ein maximal packender, verstörender, bewegender Dokumentarfilm mit dem Titel, der die Grenzen der Titel M, der die Grenzen der Authentizität sprengt. Auf verschiedenen Ebenen sichtet die Regisseurin eine uns komplett verschlossene Welt. Als europäische jüdische Französin begibt sie sich in eine israelische Parallelgesellschaft, die auch innerhalb der israelischen Gemeinschaft eine schwer zugängliche Welt darstellt. Diese Welt, die nur Männern offen steht, betritt sie als Frau mit einer formal unverwechselbaren Betrachtungsart, mit einer schamlosen, dringlichen Penetranz, das dem Rezipienten stellenweise der Atem fehlt, das Geschehene zu verarbeiten. Sie löst eine Kette von Kompositionen, eine Explosion von Emotionen vor der Kamera aus und befreit Erinnerungen aus dem Kerker der menschlichen Verdrängungsmaschine. Das Ganze in einem zutiefst zugewandten, liebenden Blick für ihre Protagonisten. Das ist großes Kino in seiner ungewöhnlichsten, in seiner eigenartigsten Form. Und das Ganze zu einem Zweck, to liberate memories, to liberate the capacity to speak. Vielen Dank. Und der Sichtwechselpreis geht an den Film Amin von Philippe Faucon.